Na, also diesen Sommer haben wir jetzt 2 Monate am Stück eigentlich hier verbracht. Eine Hauptaktivität war Zwetschgen pflücken und einmachen und natürlich auch musizieren. Also diesen Sommer hatten wir ganz viele Freunde auch hier, die hier geprobt hatten oder auch mit denen ich zusammen für ein Konzert geprobt habe. Da treffen wir uns dann. Also dieses Mal hatten wir fast eine ganze Woche für uns, wo wir jeden Tag einfach ein bisschen spielen und zusammen leben, eben zusammen auch mal einen halben Tag Zwetschgen pflücken und aufschneiden und einmachen. Aber es hat immer sehr viel mit Musik zu tun. Es ist eine im Grunde persönliche Entscheidung von einer, ja, wie soll ich sagen, speziellen Spezies Musiker vielleicht, die unglaublich neugierig sind und sich irgendwie nicht zufrieden geben mit dem, dass man einfach im Unterricht das lernt, wie der Lehrer das macht und da, das war's dann an Fragen. Und ich gehöre, sagen wir mal, zu einer Spezies Musiker, die damit, keine Ahnung, ich war vielleicht 18, 19, irgendwann irgendwas war da, was nicht geklärt war. Und dann wollte ich dahinter gucken und dann kommt man eben drauf. Naja gut, man hat jetzt eine Orgel zum Beispiel vor sich. Spielt Orgel mit einer unglaublich modernen Ausstattung. Alles ist elektronisch gesteuert. Man kann alle paar Takte umregistrieren automatisch. Und es ist unglaublich spannend. Und dann kommt man drauf, ja, man spielt aber ein Stück von Johann Sebastian Bach. Der hatte diese Orgel mit 17.600 Kombinationsmöglichkeiten an Registrierungsspeicherung auf Chipkarte ja nicht. Also muss man sich überlegen, gut, was hatte der für eine Orgel? Aha, Gut, diese Orgel war anders gestimmt, diese Orgel war anders zu spielen und dann fängt man plötzlich an, ich will so eine Orgel mal sehen und dann findet man plötzlich raus, es gibt sowas ja. Ich dachte doch lieber Flöte, das ist sehr laut, gell? Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob so immer, sein Lob so immer da. Dass die Leute damals mit Zeit anders umgegangen sind oder einfach ein anderes Zeitgefühl hatten. Heute ist es ja unser Leben sehr schnelllebig und man fährt mal für einen Tag schnell irgendwo hin und am nächsten Tag wieder zurück, hunderte von Kilometern, und das ging damals einfach nicht. Und ich finde, man hatte eine andere Beziehung von Raum und Zeit, und ich finde, das spiegelt sich in der Musik wieder. Und oft in diesen mittelalterlichen Stücken kommt da eine große Ruhe herüber. Und ich glaube, dass diese Musik zu machen auch ein Stück Heilung vielleicht bedeutet von unserem Stress und unserem schnelllebigen Leben.
Deshalb begreift man sich natürlich als alter Musiker, oder ich zumindest, selbstverständlich als Musiker in einer sehr lebendigen Welt und versuche meine Musik natürlich, wenn ich sie denn mache, unglaublich spannend zu machen und versuche mich an den alten Instrumenten, an den alten Quellen und so weiter zu orientieren. Aber letztendlich auf der Bühne, wenn ich dann spiele, mit diesem ganzen Wissen im Kopf, als Background, interpretiere ich das Stück ja auch neu. Bei diesen mittelalterlichen Liedern oder Minneliedern oder auch Chanson Courtois, die ja eben am burgundischen Hof musiziert wurden, sind die Texte eigentlich genauso wie heute in der Popmusik. Da geht es immer um Liebe und um Sehnsucht, um unerfüllte Liebe oder um die Grausamkeit einer Person, die einen nicht anhört. Na, ich meine, ob es einen interessiert oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden und ob er sich davon überzeugen lässt, und auch kommt natürlich auch darauf an, wie das präsentiert wird, alte Musik